Funktioniert halt. Ja. Was will man mehr? Aufladen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Video. Mein Name ist Remo von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute beleuchten wir mal die Elektromobilität und die Ladeinfrastruktur außerhalb von Berlin und Brandenburgs. Wir fahren heute zum Electric Night Ride nach Stuttgart, der morgen stattfindet. Morgen früh um 4.30 Uhr geht es dort los. Ich habe das Video in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die Hin- und Rückfahrt und dann noch den Night Ride an sich. Einfach um es ein bisschen übersichtlicher zu machen, damit die Clips nicht zu lang werden. An der Stelle vielleicht einfach schon mal diesen Kanal abonnieren, damit ihr den zweiten Clip dann nicht verpasst. Nachdem wir unsere Mitfahrer noch abgeholt haben, geht es gleich nach Köckern West. Eine E.ON-Ladesäule, das ist die Ladesäule, die mich nachts nicht schlafen ließ, weil das immer so ein 50-50-Ding ist. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Wenn ihr so eine lange Strecken habt, kann ich ja mal ein bisschen erzählen, wie ich das mache mit der Planung. Ich gucke häufig bei betterrouteplanner.com. Der zeigt mir dann die Strecke an, gibt mir im Grunde schon dem Auto speziell die Ladesäulen vor, die ich benutzen kann. Da steht dann drauf, wie lange man laden soll, wie lange man dort steht, wie lange man fährt, wie lange man lädt und sowas. Das wird dort ziemlich cool vorgegeben. Und das prüfe ich dann nochmal. Das heißt, ich nehme mir dann einfach die einzelnen Ladesäulen, versuche die zu sortieren nach Verlässlichkeit, nach Anzahl. Das heißt also, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, zum Beispiel bei Ionity oder bei Fastnet zu laden, wo dann mehrere Ladesäulen dastehen, dann nutze ich die eher. Das heißt also, mir kommt es ja nicht auf einen Kilometer an oder ob ich jetzt statt 180 dann bloß 100 Kilometer fahre, sondern die fahre ich auf jeden Fall an. Die suche ich mir über die ganze Strecke hinaus aus, schreibe die auf und schaue dann halt eben noch in der Mitte, ob dann eine Ladesäule verfügbar ist. Wenn die in dem Fall, wie jetzt zum Beispiel von E.ON ist, dann gucke ich nochmal links und rechts daneben nach einer Ausweichsäule, wo ich dann auf jeden Fall dann nach Möglichkeit auch ankomme. Mit der Strategie bin ich bis jetzt irgendwie sehr, sehr gut gefahren. Ist ja leider nicht so wie bei Tesla, dass ich einmal die Strecke eingebe und dann ja, geführt werde, bis ich da bin, sondern es ist ja leider noch ein bisschen aufwendiger und es passiert halt immer mal, dass mal eine Säule nicht funktioniert oder defekt ist oder was weiß ich, belegt, kann ja auch sein. Ne? So schaue ich mir die Ladesäulen aus. Strategie ist diesmal auch etwas anders gedacht. Ich werde also nicht bis 94% vollladen, sondern halt immer so bis 80-85%, um die Zeit effektiv zu nutzen und auf der Straße zu sein. 6,5 Stunden für knapp 650 Kilometer sind angedacht. Pi mal Daumen, 4 Ladestopps mit jeweils einer halben Stunde. Ich verzichte in diesem Video jetzt bewusst auf die Zwischenladestationen, um zu prüfen, ob die Ladesäulen funktionieren oder nicht, sondern hier geht es wirklich darum, mit möglichst wenig Ladestopps sicher und gut dort anzukommen. Wegen dieser Säule konnte ich die Nacht nicht richtig pennen. Köckern West hat aber alles funktioniert, angestöpselt und losgeladen. Erster Ladestopp, wir haben knapp 160 Kilometer runter. Das Problem bei den Säulen von E.ON ist leider, dass da irgendwie zwar ein Kartenleser dran ist, der aber scheinbar nicht freigeschaltet ist oder funktioniert. Das heißt also, man muss die Ladesäule mit einer App freischalten. In dem Fall jetzt Maingau. Übrigens lade ich immer mit Maingau jetzt auf der Strecke, auch dort, wenn ich da bin. Und man kann es dann mit der App freischalten. Wenn jetzt die App sagt, ich habe jetzt keinen Kontakt zur Ladesäule, dann ist halt schwierig mit Strom bekommen. Wesentlich einfacher wäre es natürlich, wenn die Ladesäule einfach mit RFID-Karte freizuschalten geht. Und dann steige ich aus, halte die Karte davor und lade los. Laut E.ON ist es wohl so, dass es irgendwann kommen wird und dann ist es, denke ich, auch ein bisschen einfacher. Ja, genau. Also wir laden jetzt hier mit der App, wir laden jetzt nicht ganz voll. 130 Kilometer bis zum nächsten Stopp. Insofern versuchen wir meinen Plan durchzusetzen, bis 80-85% zu laden. Wir sind jetzt Schleiz, Industriestraße. Ein schöner Golf steht da, der natürlich mit CCS lädt. Dementsprechend können wir das nicht tun. Wir laden jetzt etwa 5-6 Minuten mit Typ 2
und fahren dann zu einem Lader weiter, der 17 Kilometer entfernt ist, den ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, auf der Tour hatte. Aber bevor wir jetzt hier Zeit verlieren und warten, ist das, glaube ich, die schlauere Alternative. Ja, so kann es halt eben sein. So wird es wahrscheinlich auch in Zukunft werden, ne? Wenn immer mehr Autos unterwegs sind, elektrisch, dann kann es halt auch mal einen kleinen Stau geben an so einer Ladesäule. Bei den nächsten Ladestopps, die dann folgen, bei Fastnet und bei Ionity, ist es dann so, dass ich da beruhigt hinfahren kann, weil ich weiß, da sind mehrere Säulen und die Wahrscheinlichkeit, dass die voll besetzt sind, relativ gering sein wird. Also es bleibt spannend. Kilometer liegen ja schon hinter uns. Wir sind jetzt hier Frankenwalde. Dadurch, dass jetzt in der Schleiz nicht zu laden ging, sind wir wirklich mit 5 Kilometer Restreichweite hier angekommen. Es wurde dann doch auf einmal ganz schön bergig. Muss man also auf jeden Fall auch mit einberechnen. Hier ist eine E.ON-Säule, hat wunderbar funktioniert. Freischaltung mit der Maingau-App auch. Und beim nächsten Lader freue ich mich sehr drauf, wieder Fastnet. Bin ein kleiner Fastnet-Junkie. Und da geht es dann hoffentlich ein bisschen schneller. Wir laden jetzt hier auch nicht ganz voll. Genießen unseren Schokoshake und haben eine tolle Zeit hier mit der Elektromobilität. So, wir sind jetzt hier in Plech. Ich muss mich outen als absoluter Fastnet-Fan. Wirklich super. 175 kW Säule. Laden wir jetzt mit 70 Kilowatt. Ja. Verkehrstechnisch ist es ein bisschen schwierig. Ich bin vorhin vorne fast über den Poller oder gegen den Poller gefahren. Hier stehen jetzt schon zwei Verbrenner auf dem Ladesäulenparkplatz. Keine Ahnung warum. Also das muss hier noch ein bisschen besser gemacht werden. Wobei ich denke, dass es hier ziemlich neu eröffnet wurde. Und 175 kW Säule. Mit 70 laden wir jetzt 20 Minuten. Dann geht es weiter, 165 Kilometer bis zur nächsten Ionity-Lademöglichkeit. Das ist die erste, die wir heute nutzen. Da dann auch dementsprechend die Schnellladung und dann haben wir nur noch 100 Kilometer. Jetzt sind es knapp 420. Also verfliegt halt echt wahnsinnig schnell die Zeit. Was hier bei der ziemlich besonders ist, dass wir ein Solardach haben. Das habe ich letztes Mal im Bersteland nicht gesehen. Ich vermute, dass da auch eventuell ein Speicher eingebaut ist, der dann gleichzeitig so ein bisschen Sonnenstrahlen mit in den Tank haut. Ja Mensch, was soll ich sagen? Elektromobilität funktioniert, sie macht total viel Spaß. Ich bin gerade in meinen Hyundai so ein bisschen verliebt. Wir haben jetzt knapp 560 Kilometer in 7 Stunden. Das ist jetzt der vierte Ladestopp. Drei hatten wir schon zuvor, ne? Bis auf die Schleiz, wo dann das andere Auto da stand, ohne Probleme. Sind jetzt noch knapp 80 Kilometer bis zum Ziel. Wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Umweg und bringen noch die Mitfahrerin zu ihrem Zielort, weil da irgendwie der Zug ausgefallen ist. Also ich kann noch stundenlang weiterfahren, mir macht sehr, sehr viel Spaß. Sehr entspannt das Ganze, wie ich finde. Ich bin noch nie so entspannt gereist. Ich wünsche mir natürlich mehr so eine Ladesäulen wie hier, diese Ionity-Geschichten, dass man also wirklich volle Pulle laden kann. Und dann steht so eine Reise, auch eine lange Reise mit so einem relativ kleinen Akku, überhaupt nichts mehr im Wege. Besser als in so einem Freibad kann so ein Tag nicht enden. Wir waren gerade noch in Bad Urach. Wir haben unsere Mitfahrerin dann doch noch vor die Tür gebracht, weil irgendwelche Züge nicht gefahren sind, weil nicht genug Personal da war.
Und haben die Zeit dann gleich genutzt, hier noch die 2 Stunden im Höhenfreibad Bad Urach nochmal eine Runde zu schwimmen und nochmal zu springen. Hat sie Spaß gemacht? Ja. Hast du dir auch verdient. Also wir sind jetzt knapp 698, also knapp 700 Kilometer schon unterwegs heute. 60 Kilometer sind noch im Akku drin, 44 sind es noch bis zum Hotel. Gesamtdurchschnitt 14,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Für Autobahnen mit 130, 140 völlig in Ordnung. Unsere 4 Ladepausen haben ausgereicht, alles gut. 5 Ladepausen? Ja. Ach stimmt, genau. 5. Wir mussten ja noch einmal umsetzen, weil die Ladesäule belegt war. Ja, Mensch, das kommt mir total lange vor. Heute zum Tag ist so intensiv. Unglaublich. Ja, Bad Urach. Ich kenne es aus dem Fahrradbereich von der Firma Magura, die hier Bremsen baut, hydraulische Bremsen für Fahrräder. Die haben wir gesehen. Oh, und wir haben gesehen Elring Klinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie nur eine Zweigstelle war oder ob es das Werk war. Das ist der Batterielieferant für den Sono von den Sion von Sono Motors. Und da sind wir auch vorbeigefahren. Ja, habe ich auch gefilmt. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, aber ja, alles liegt hier in Bad Urach. Denkt man gar nicht, was es hier alles so gibt. Wir lassen den Tag heute ein bisschen ausklingen, ganz in Ruhe. Wir fahren jetzt noch die Strecke bis zum Hotel, essen dann noch eine Kleinigkeit und dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, entweder zu dem Video zu klicken, die von dem ENR berichtet, oder wenn ihr jetzt weiter dran bleibt, dann seht ihr noch die Heimfahrt, nochmal knapp 650 Kilometer zurück nach Berlin, wie das funktioniert. Hoffentlich funktioniert das auch gut. Ja, viel Spaß dabei, bis dahin. Freunde der Elektromobilität, wir sind jetzt schon wieder auf den Autobahnen rund um Stuttgart Richtung Berlin unterwegs. Der ENR 2019 ist schon wieder vorüber, wie die Zeit vergeht. Wir sind müde, total K.O. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir sind eine sehr, sehr schöne Strecke gefahren. Einmal hat es ganz kurz ein bisschen getrippelt, ringsherum haben wir es teilweise blitzen und donnern gesehen und gehört. Also wir sind im Grunde ums Unwetter rumgefahren. Super Planung, hätte ich nicht besser machen können. Ja, den Rekord von Paris haben wir wohl gebrochen. Über 69 Fahrzeuge müssten es dann gewesen sein. Genaueres wird man dann sicherlich nochmal erfahren, wenn es richtig ausgezählt wurde. Ja, wir befinden uns jetzt wieder auf der Autobahn Richtung Berlin. Und ihr nehmt euch jetzt nochmal auf den Rückweg mit. Und mal schauen, ob der so gut funktioniert wie der Hinweg. So, damit es für euch nicht ganz so öde ist, sind wir mal einen anderen Rastplatz angefahren. Euro-Rastplatz Crailsheim. Allego-Säulen. In der Mitte sieht man jetzt so einen HPC-Lader, der ist noch nicht eröffnet. Ist aber nicht so schlimm, weil wir daneben die 50 kW-Lader haben, 2 Stück. So ein Mercedes-Plug-in, glaube ich, ist das irgendwie, habe ich noch nicht gesehen. Lädt tatsächlich Typ 2. Die Motorradfahrer, ich habe erst gedacht, das seid ihr da draußen mit euren Elektromotorrädern, die jetzt natürlich auch nach Hause fahren. Sind aber Verbrennermotorräder, die sich einfach nur in Schatten stellen wollten. Und da drüben eine Augenweide, ne, der Tesla Supercharger. Naja, im nächsten Leben, in dem Leben muss es noch der Hyundai sein. Wir laden jetzt hier auch nicht ganz voll, also die Taktik ging ganz gut auf. Wir haben ein paar Minuten gespart mit dem nicht ganz vollladen. Und als Fastnet-Fan laden wir dann nächstes Mal wieder in Plech bei Fastnet. Was sie dir geschickt hat. Mensch, Fastnet. Funktioniert halt. Was will man mehr? Aufladen.
So, wir haben der Schleiz nochmal eine zweite Chance gegeben. Nichtsdestotrotz, laden wir jetzt hier nur ein bisschen auf und fahren nochmal nach Eisenberg, weil ich mir da den Triple-Lader auch nochmal anschauen wollte, weil der auf dem Weg liegt und wir den wahrscheinlich doch öfter mal gebrauchen. Deswegen fahren wir jetzt nochmal ein paar Kilometerchen bis dahin. Eigentlich nicht zu übersehen, wir sind trotzdem zweimal vorbeigefahren, weil in der App das nicht ganz so ganz klar eingezeichnet war. Wir haben jetzt hier von den Stadtwerken eine Säule in Eisenberg, das ist im Grunde auf Höhe von Jena. Wir fahren öfter mal die Richtung und deswegen wollte ich mir die einfach nochmal anschauen. Und zum anderen wollte ich auch nochmal probieren, was ich letztes Mal schon meinte, dass die ganzen Stadtwerke, Ladesäulen sich mit der Vattenfall-Ladekarte gut freischalten lassen, von dem ich ja bis jetzt immer noch keine Rechnung bekommen habe. Das heißt also, ich habe jetzt hier die Vattenfall-Karte mal ausprobiert und siehe da, es hat funktioniert. Ja, an dieser Stelle vielleicht mal ein ganz großes Dankeschön an Maingau. Zum einen, dass es sie gibt, zum anderen mit der Ladekarte und die Lade-App. Wir sind jetzt also wirklich ohne Vorbereitung zurückgefahren. Dadurch, dass wir im Grunde jetzt mit vollem Akku los sind, hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Ich bin einfach drauf losgefahren und immer wenn wir Durst hatten oder irgendwie laden mussten, habe ich kurz aufs Handy geschaut, die Maingau-App angemacht und mir dann die passende Ladesäule rausgesucht und bin dann einfach abgefahren. Das hat super geklappt, wie ihr auch mitbekommen habt. Alles in guter Laune noch. Ein bisschen haben wir es noch vor uns. Also es klappt wirklich wunderbar. In die App schauen, reingucken. Die Ladesäulen gehen dann mit der Karte freischalten, was ich ein bisschen einfacher finde. Aber es kann ja jeder machen, wie er möchte. Also Strom ohne Ende. Die Anzahl an Ladesäulen ist also ziemlich krass, wie ich finde. Also als ich das Auto geholt habe, irgendwie vor anderthalb Jahren, da gerade an 9 war echt so ein schwieriges Pflaster, aber das war jetzt überhaupt gar kein Thema. Ja, um jetzt meine Problemsäule, die E.ON-Ladesäule in Köckern-Ost zu umgehen, laden wir jetzt hier im Grunde so weit auf, dass wir bis zum Fleming-Ost kommen und von dort aus sind es dann bloß 90 Kilometer bis nach Hause. Von da melde ich mich nochmal. Ganz kurz, das ist dann die letzte Ladesäule auf unserem Trip vom und zum ENR nach Stuttgart, der sehr viel Spaß gemacht hat und erstaunlich unkompliziert funktioniert hat. Ihr lieben Freunde der Sonne, die jetzt gerade am Untergehen ist, wir sind jetzt am letzten Ladestopp Fleming Ost. Wir haben jetzt noch genau 75 Kilometer bis nach Hause, sind jetzt 1200 noch was gefahren von gestern zu heute. Kleines Fazit an dieser Stelle, auch erstmal hier nochmal Dankeschön an E.ON für den kostenlosen Strom Fleming Ost. Einfach reinstecken und die Ladung beginnt, ist also ziemlich komfortabel noch. Ja, kleines Fazit, es wird mein letztes Video sein, was über die Langstreckentauglichkeit von Elektromobilität oder Elektromobilen informiert, weil ich einfach gemerkt habe, wie auch schon Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg, dass es einfach funktioniert. Also das ist denkbar einfach. Es gibt mehr Ladesäulen, als man braucht. Mit ein bisschen Planung, selbst ohne, funktioniert es auch ganz gut. Jetzt vielleicht nicht unbedingt im Brandenburgischen, aber darüber hinaus kommt man wunderbar ans Ziel. Es gibt verschiedene Taktiken. Der eine fährt halt irgendwie ziemlich weit. Wir haben jetzt halt auch mal 10 Minuten mal bloß geladen oder mal 5 Minuten, wenn wir gerade mal irgendwie auf Toilette mussten oder uns eine Cola geholt haben. Ob ich jetzt hier ein paar Minuten länger stehe oder woanders ein bisschen kürzer, kommt nachher aufs Gleiche drauf hinaus. Was auch wunderbar funktioniert hat, war, dass ich halt eben nicht bis 94% geladen habe, sondern halt eben wirklich so bis 80-85% und dann weitergefahren bin. Ich glaube, das hat mir eine ganze Menge Zeit erspart. Beim Ionity-Lader habe ich dann gesehen, dass ab 80% die Ladeleistung abnehmen, ging dann halt auf 35-30 Kilowatt runter. Und dementsprechend dauert es dann auch länger. Ja, also, Elektromobilität funktioniert im Alltag. Wir müssen da, glaube ich, nicht weiter drüber informieren. Ansonsten bleibt natürlich trotzdem dran. Es gibt trotzdem jede Menge Sachen, die wir noch ausprobieren wollen, die wir euch zeigen wollen, über die wir reden wollen, über die wir reden müssen. An der Stelle halt auch nochmal den Hinweis auf das Kanal-Abo, dass ihr das da lasst, damit ihr dann auch immer vernünftig informiert seid. Ja, ich bin durch für heute.
1300 Kilometer plus 100 Kilometer mit Motorrad, mir reicht's. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch einen schönen Abend und ja, bis demnächst und bis bald. Ciao, ciao.